Guten Morgen. Ich habe gleich eigentlich einen Termin mit meiner Mastermind-Gruppe zum Live-Call. Aber ich dachte mir, ich mache noch mal ein Video zum Thema Schwanger sein und selbstständig sein. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Aber es war noch viel früher in der Schwangerschaft und jetzt bin ich sozusagen, ich glaube, im 8. Monat schon und habe mich gerade an den Schreibtisch gesetzt und ich wollte schon vorher Videos aufnehmen, aber ich habe gemerkt, puh, ich bin noch ganz schön aus der Puste und ich schaffe es gar nicht so gut, jetzt ein Video zu drehen, aber ich dachte mir, wir machen ein lockeres nochmal und wollte dich einfach mal fragen, ob du Fragen dazu hast. Schwangerschaft, Selbstständigkeit, Baby, Selbstständigkeit, Wochenbett und Selbstständigkeit. Vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst, du würdest gerne meine Gedanken dazu hören, meine Worte. Und dann können wir uns darüber auch gerne austauschen. Du kannst die Fragen unter das Video schreiben. Dann sehe ich das ja auf jeden Fall. Ja. Ja, wie ist es im Moment? Ich muss sagen, dass ich so im letzten Monat das schon gemerkt habe, dass meine Energie immer mehr runtergeht, dass ich viel weniger schaffe, als ich noch geplant habe für diese Zeit und Termine auch wirklich anstrengender werden mittlerweile und ich einfach viel mehr Pausen im Alltag brauche und auch von der Arbeit natürlich und Aufgaben manchmal durch die Konzentration, die nicht mehr so da ist, wirklich schwierig werden und ein riesiger Berg, wie jetzt zum Beispiel einfach nur von unten, ich muss zwei Treppen, also zweimal zwei große Treppen hoch, bis ich oben im Büro bin und bin schon aus der Puste. Das ist so witzig, weil eigentlich schafft mich das überhaupt nicht. Und ja, es wird halt einfach auch anstrengender und belastender. Der Bauch wird schwerer und größer. Man merkt das schon und ich kann mich trotzdem nicht beschweren. Also trotzdem habe ich bisher eine sehr gute Schwangerschaft dieses Mal und es läuft sehr gut. Aber trotzdem, es wird anstrengender alles. Und natürlich damit auch das, was ich noch schaffe, sozusagen, wird schon weniger über den Tag. Und ich reduziere auch schon deutlicher. Man merkt einfach, dass der Körper dann irgendwann auch nicht mehr so kann, ne? Und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen auch laufen. Ich werde ein bisschen, natürlich, weil ich ja das körperlich auch merke, reduzieren, aber ich werde trotzdem ein bisschen weiterarbeiten. Ich will gucken, dass ich vor allen Dingen die Live-Calls und das Coworking noch mit meiner Mastermind-Gruppe mache, bis fast zur Geburt, weil danach werde ich das erstmal teilweise aussetzen. Wir haben die Mastermind-Gruppe ja umgestellt. Die ist ja jetzt asynchron, das heißt, vom Prinzip her, die Termine sind nicht mehr fest integriert, die sind noch da, aber die sind nicht mehr hundertprozentig fest integriert. Keiner muss mehr dabei sein. Wir können uns auch schriftlich oder per Audio oder Video alle austauschen. Wir haben dafür die Software Slack und nutzen das auch schon. Das ist auch super und auch hilfreich auf jeden Fall. Aber ja, so ein bisschen hänge ich halt noch an den Live-Calls und an der Mastermind-Gruppe und möchte das noch mitnehmen. Ja, und vielleicht hast du ja auch schon das erlebt, dass du selbstständig bist und schwanger warst und ein Baby hattest. Wie hast du das organisiert? Was hast du da gemacht? Und ich werde jetzt mal schauen, wie ich das Ganze weitermache insgesamt. Ich habe ziemlich viel einfach vorbereitet, zum Beispiel an Inhalten für YouTube oder Social Media. Das lässt sich ja gut vorbereiten. Ja, Kundenaufträge 1 zu 1 sind noch ein bisschen so eine Herausforderung. Da habe ich wenig und werde es auch gucken, dass ich die erste Zeit halt wenig habe, weil ich mein Wochenbett natürlich auch entsprechend genießen möchte mit Baby. Und ich weiß, dass es auch nach der Geburt sehr anstrengend wird, erstmal alles. Also vielleicht nicht, aber ich stelle mich immer ein bisschen lieber darauf ein, dass ich die Zeit habe, dass ich die Ruhe habe, und werde das auch ziemlich doll ausnutzen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das mit Baby hinterher wird. Ich werde dich zwischendurch mitnehmen dabei, werde Videos machen, aber ich weiß noch nicht wann. Wann ich die mache und wann ich die veröffentliche. Das wird auch mehr Vlog-Videos wahrscheinlich sein.
kann sein, dass die erst im Februar, März oder so dann online gehen. Da muss ich mal gucken. Und ja, auch da, wenn du dann Fragen hast dazu, schreib mir das hier drunter. Dann können wir uns austauschen. Und ja, ich würde mich da tatsächlich drüber freuen, denn mittlerweile ist es ja hier auf YouTube zum Beispiel auch so eine kleine Community geworden. Und dann können wir das alle ein bisschen nutzen. Ja, und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video und mach's gut.